Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nickfrei zockt Black Ink. Und wir haben hier beim letzten Mal einen Szenario-Modus vorgestellt. Heute wollen wir wieder in den Standard-Modus gehen und wollen uns mit dem Parasiten beschäftigen. Und den Parasiten, den wollen wir mit blauer DNS, mit Nachahmer, mit Luftbonus, mit Landbonus oder wollen wir Stadtbonus? Ja, ich glaube Landbonus und so wollen wir den hier spielen. Wir spielen den natürlich auf Normal und nennen ihn Parasit auf Normal Versuch 1. Stimmt eigentlich auch nicht. Müsste eigentlich mein Dritter sein mit dem Parasit. Die anderen waren halt auf einfach. Das zeige ich ja nicht bei den Sachen hier. Gut, und dann sind wir hier wieder drin bei Black Ink. Wir haben den Parasiten gewählt und wir starten auch hier wieder mal im Lieblingsland Indien, eben aus genannten Gründen, dass da eben eine hohe Weltbevölkerung ist und nebendran China ebenfalls eine hohe Weltbevölkerung hat und dass man da unheimlich schnell, unheimlich viele Leute mit erreichen kann. So, die Ausbreitung versuche ich natürlich hier erstmal ohne dass irgendwelche Symptome auftreten, weltweit hier durchzureißen. Dass wir dann jeden infiziert haben. Und wenn wir es geschafft haben, jeden zu infizieren, dann gehen wir hier volle Kanne ab. So, was haben wir hier? Schwerer zu entdecken. Nee, wir wollen Übertragung, wollen wir hauptsächlich steigern. Ich glaube, wir gehen da erstmal auf Wasser. Weil wir sind ja in Indien, da gibt es ja den Ganges. In dem baden die ja wie die Bekloppten. Und wenn da dann ein Wurm drin ist, und dann eine schnellere Infektion. Ist ja auch, glaube ich, ein Wasserland, genau. So, und nach dem Wasser bin ich am Überlegen, ob wir sogar hier die Stechmücke nehmen. Wegen der tropisch warmen Region. Das hilft dann auch nochmal ein bisschen. Wow, 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 wow. Jetzt gibt's aber hier Bubbles. Ja, gibt's einige Bubbles. Dann können wir die Luftinfektion noch dazu nehmen. Und eventuell noch ein bisschen resistent machen. So. Und alles natürlich schön ohne Symptome, damit wir nicht entdeckt werden. Und da wollen wir natürlich mal die Menschheit parasitär. Eigentlich könnte man ja sagen, das andere, was wir hatten, war auch ein Parasit, der Neuraxwurm. Das ist ja im Prinzip auch ein Parasit gewesen, aber eben nicht der Standardparasit. So, jetzt haben wir schon 600.000, 700.000, jetzt kommen wir sogar schon in China rein und in die Nachbarländer hier, Bangladesch und Co., also Südostasien nennen die das Ganze hier. Okay. So, jetzt sind wir noch nach England geflogen. Da sind wir dann auch schon aktiv. Fliegen wir noch hier rüber. Ja, also ihr seht, wir verbreiten uns da ganz gut. Ich bin mal gespannt, wann wir in Indien landen. Okay, USA haben wir in Ägypten landen. USA haben wir jetzt auch schon. Da sind hier die drei Flugrouten, die wir schon extrem gut abdecken. So, jetzt sind wir, jetzt geht's hier los mit Ländern, die sich infizieren. Ich muss mal aufpassen, dass wir keine Symptome entwickeln. Mal hier die Übertragung noch ein bisschen höher über die Luft. Dass wir noch uns ein bisschen noch schneller ausbreiten. Irgendwo sind 5600 gestorben bei irgendeinem tollen Event wieder. Den ich irgendwie verpasst habe. So, jetzt haben wir wahrscheinlich ziemlich schnell gleich Indien eingenommen mit 1,3. Dann wird es wieder ein bisschen langsamer.
Ja, weil wir uns in China noch nicht so krass verbreiten. Aber wenn China mal anfängt zu brechen, oh, wir haben Symptome, das wollen wir nicht direkt zurückentwickeln. Wir machen mal so ein bisschen kalte Länder, dass wir da oben schon mal ein bisschen dabei sind. Wir können ein paar mehr Punkte gebrauchen jetzt. Wäre schick, wenn das Ganze hier mal ein bisschen Fahrt aufnimmt. Neue Länder braucht der Parasit. Ja, doch, geht ja ganz gut. Noch sind wir nicht entdeckt, wie es aussieht. Müssen halt immer aufpassen, dass es keine Symptome gibt und dass wir uns hier relativ gut übertragen lassen. Und ich glaube, die Entdeckbarkeit, die können wir auch langsam mal einführen hier. Die kostet ja nicht so viel Punkte, dass wir schwerer entdeckt werden. Wenn wir schwerer entdeckt werden, dann wird es natürlich auch besser verbreitet, weil es weniger behandelt wird. Hoi, so, haben eine neue Initiative für arme Länder gestartet, dadurch diese weniger anfällig gegenüber Krankheiten sind. Ja, wie man sieht, funktioniert gut. So, da haben wir dann schon Mittelamerika und die USA. Ich bin mal gespannt, wann wir Kanada kriegen. Dann noch so ein paar Inselstaaten mit einnehmen. Da oben sind wir auch schon in kalten Regionen. Wow, das war ein bisschen heftig gedrückt. Ja, es geht gut voran, sehe ich gerade. Also das läuft hier. So, dann geben wir dem hier noch den ultimativen Kick und machen hier noch ein bisschen ja, häufiger übertragen, schwerer zu entdecken werden und häufiger übertragen, also die Parasiten. Und jetzt bin ich mal gespannt, da dürfen wir noch mal eine kleine Steigerung hier mit hinkriegen. Ja, wie man sieht, ganz, ganz viele Bubbles. Und wir kriegen dich, Welt. Noch hast du uns nicht entdeckt und wir hoffen, das bleibt doch so. Ja, Westafrika feiert das Fest der Liebe. Das ist natürlich auch super. Dann wird es in Westafrika wahrscheinlich auch bald knallen. So, DNA weiterentwickelt. Haben wir wieder Symptome? Ich will keine Symptome. Immer die Symptome, die sich da einschleichen. So, was haben wir hier? Schwerer zu entdecken und noch häufiger übertragen werden. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt schon sparen sollten. Ich glaube, wir gehen lieber hier oben nochmal ein bisschen auf noch kältere Regionen. Wow. Eklig. So, dann dürften wir jetzt nämlich hier oben die kalten Regionen doch noch im Fluge einnehmen. Und bis jetzt relativ schnell gegen Kanada haben wir auch schon. Dann dauert es auch nicht lang. Dann fährt irgendein Schiff, was infiziert ist, nach Grönland und dann geht's voran. Aber wir müssen jetzt mal anfangen, Punkte zu sparen, sonst wird das nämlich eine ganz zähe Geschichte später, wenn wir dann auf die Tödlichkeit gehen wollen. Wir müssen das jetzt nutzen. Das Schöne ist, beim Zurückentwickeln kriegt man DNA-Punkte zurück. Das ist schon mal ein wichtiger Vorteil, den wir haben. Da können wir ein bisschen zurückbauen. Aber es sind meistens halt nicht genug Punkte, um dann damit einen kompletten Stamm da nach oben zu kriegen. Wie sieht's da unten aus? Neuseeland hat auch schon Infizierte, aber irgendwie die wollen nicht so. Das Hustensymptom hat sich entwickelt. Ja gut, das ist jetzt die Frage. Lassen wir das Hustensymptom drin, weil normalerweise es führt mit zur Verbreitung. Und wir sind ja eigentlich fast in jedem Land. Also es gibt keins, in dem wir nicht sind. Und wenn wir da den Husten drin haben, dann werden wir da nur schneller verbreitet und kriegen die Länder schneller. Ist genau das, was wir wollen. Wir wollen uns ja schneller verbreiten.
So, wir sind wirklich in jedem Land drin. Also wir haben es geschafft, auf jeder Insel schon zu landen. Ganz entkommen kann uns keiner mehr. Also durch Grenzschließung oder so. Ja, wir haben auch fast die 6 Milliarden Menschen voll. Also wird wohl nicht mehr lange dauern. Sind wohl noch ein paar Kanadier, die da eisern dagegen anstehen. Aber das kriegen wir auch noch hin. So, in kalten Gebieten sind die Leute da besonders betroffen. Das macht uns natürlich, das freut uns, weil Kanada ist ein kaltes Gebiet. Das heißt, da dürfte es jetzt auch gleich mächtig vorangehen. Und das ist immer noch nicht tödlich, dieses Symptom. Man dürfte uns also noch immer nicht entdecken. Das gefällt mir nicht. Wir wollen keine Zysten. Da unten wollen wir nicht rein. Wir wollen das alles hier oben machen. So, und da könnten wir jetzt schon auf ein bisschen Tödlichkeit gehen, aber das lassen wir mal. Wir wollen erst die ganze Menschheit infiziert haben. Nicht, dass uns die böse Überraschung droht, dass irgendwo ein kleiner Inselstaat nur nix hat und der macht dann die Grenzen dicht, weil es anfängt, weil die Leute anfangen zu sterben. Und wir brauchen ja DNA-Punkte ohne Ende eigentlich. Ich hoffe, dass wir da noch ein paar kriegen. Bevor wir die ganze Menschheit infiziert haben. Sehr schön, läuft super. Läuft genialst. Ah, na komm, ey, das wird doch nicht so schwer sein. Wie viele Gesunde gibt's denn noch? 2,9 Millionen Gesunde. Wo leben denn diese 2,9 Millionen Gesunde, bitte? So, die letzte gesunde Person wurde infiziert. Jetzt können wir loslegen hier. Tödlichkeit, Organversagen. Und die Forschung ein bisschen einschränken. Und jetzt geht's ab. Jetzt geht der Wettlauf los, gegen die Forschung Leute umzubringen. So, hohe Sterblichkeitsrate hoffe ich, dass wir da eine relativ schnelle hinkriegen. So, während einer Untersuchung fand ein Arzt in Russland eine neue Krankheit namens P02V03. Tja, interessant. Sie scheint harmlos, muss aber erst untersucht werden. Ja, hat schon 4 Millionen getötet. Aber scheint harmlos. 15 Millionen, ja, jetzt hat man uns entdeckt, aber ohne große Fördergelder wird das wohl nix. Wir müssen möglichst schnell anfangen, Leute richtig wegzuradieren hier. So, wird als gefährlich eingestuft, ja, wie auch immer. Also zerplatzen, blasen, zerstören Forschung. Achso, ja, jetzt müssen wir die Forschung behindern. Ich weiß nicht, hatten wir das aktiviert? Wir kriegen für die Punkte, oder? Ja. Das ist wichtig, weil sonst haben wir echt einen Nachteil hier am Schluss. Dann sitzen wir da ziemlich auf dem Trockenen. Wir brauchen die Punkte aus den blauen Bläschen, um eben hier gegen die Forschung anzuarbeiten. So freue ich mich auch über blaue Bläschen, ne? Das ist halt das Schöne dran. So, und jetzt müsste es richtig abgehen, weil wir haben jetzt 1 Milliarde und wir töten so schnell, dass es hier jetzt richtig Punkte gibt. Und wir können hier natürlich reingehen und können das hier ein bisschen erschweren. Wir können aber auch über die Symptome gehen. Die sind ein bisschen billiger und können es hier ein bisschen schwerer machen, das Ganze zu erforschen. So, und da hat es auch schön, schön Setback gegeben. So, was Ausschlag hat sich mutiert? Wo ist denn der Ausschlag, der sich mutiert hat? Ach, da oben. Ja, immer her mit. Jetzt stört's uns nicht mehr. Alles, was jetzt mutiert, ist willkommen. Wir haben schon alle Flughäfen zugemacht, ist aber zu spät. Wir sind schon überall. So, 4 Milliarden haben wir schon um die Ecke gewuppert.
Die haben wir schon über den Fluss geschippert. So, jetzt geben die hier in der Forschung nochmal richtig Kohle aus und geben richtig Gas. Aber was die nicht wissen, ist, dass wir so viel Punkte haben, dass wir denen das Leben zur Hölle machen können. So, und wieder Setback. Die Tödlichkeit geht hoch. Wir kriegen Pünktchen ohne Ende. Können ja weiter gegen die Entwicklung anarbeiten. Und das sieht gut aus für uns und schlecht für die Menschheit. Na komm schon. 150 Millionen. Über 80 Millionen fallen wir kurz Deutschland. So viel Bürger haben wir. So, Deutschland lebt noch. Ein paar Tage später haben wir schon mehr Wohnraum zur Verfügung und brauchen weniger Miete zu zahlen. Wieder ein paar Tage später können wir uns die Luxuswohnung einfach nehmen, weil der Besitzer nicht mehr da ist. Nochmal ein paar Tage später beschweren wir uns, dass die Busse nicht mehr kommen, weil die Busfahrer alle gestorben sind. Ja, also so schnell geht's, wenn das Ding mal richtig Fahrt aufnimmt. So, wir haben 9 Millionen, die noch leben, 7, 6 und ja, Forschung geht gar nicht mehr weiter, ist bei 18%, ist die eingefroren. Keiner mehr da, der forschen kann. Alle Forscher sind tot. Wups. Vor allem die Geldgeber sind tot. Und ohne Geld geht ja nichts auf der Welt. Ne? Ohne Geld sagen die Forscher, nee, wir arbeiten nicht weiter an einem Heilmittel ohne Geld. Keine Chance. Ja, das Geld wird uns eines Tages hier das Leben kosten, würde ich mal sagen. Wenn keine Forschungsgelder da sind, werden eben solche Dinge hier irgendwann die Menschheit ja, überrennen und ausrotten. Ohne Chance, sozusagen. Ach, einen ganzen Prozentpunkt haben sie noch dazu gewonnen. Tja, dann macht's mal gut, liebe Menschheit. Weiß nicht, lebt noch eine Großstadt? Ich glaube jetzt geht es langsam zu einer mittelgroßen Stadt. Und ich würde sagen, so gleich haben wir den Punkt erreicht, wo meine ursprüngliche Heimatstadt dann erreicht ist, mit 13.000 bis 15.000 Einwohnern. Ja, das ist krank. So, jetzt haben wir die Heimatstadt. Oh oh. Tja, ich glaube, ihr seid noch da. Und jetzt wird auch an euch gezehrt. Ja, die ersten Abonnenten hat es dann auch schon erwischt. Schade, schade. Macht's mal gut. Und jetzt bin ich auch hin. So, so schnell geht's. So, da haben wir den Parasit Victory erreicht. Nach aber 982 Tagen. Also wir waren langsam. Aber immerhin 12.000 Punkte dafür gekriegt. Und 3 Sternchen. Also 3 dieser schlimm Gedöns. So, was das Widerstandsfähigkeitsgen unter solchen Typ Necroa-Virus wurden freigeschaltet. Was ist das? Das will ich nicht. Ich will kein Szenario spielen. Okay, das ist wohl noch ein Bug. Da soll's eigentlich nicht hingehen. Das ist blöd jetzt. Da will ich gar nicht hin. Scheinbar ersetzt das hier das Hauptmenü. Wir kommen dann nicht mehr zurück. Gut, muss ich Spiel halt neu starten, irgendwie, um auf den Hauptbildschirm zurückzukommen. Ja, die Szenarien, die gehen wir auch demnächst an, aber als nächstes kommt jetzt der Necroa-Virus, glaube ich, heißt der. Necroa-Virus, genau, der macht Zombies. Und das wird mit Sicherheit auch recht interessant werden.
Ist ja noch einiges vor uns. Ah, da ist die immune Seuche. Die müssen wir freischalten. Dann können wir Weltkrieg ausführen. Ja gut, also da geht's dann beim nächsten Mal weiter. Ich werde mal ein bisschen testen, machen, tun und dann sehen wir uns hier wieder. Ich sage an der Stelle erstmal danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es heißt, Nick frei zockt Black Ink und dann mit dem Necroa-Virus oder einem der offiziellen Szenarien. Bis dahin, noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bye bye.